Hier, glaube ich, wa? Ja, sieht doch schon mal noch was aus. Wenn ich gerade nicht weiß, was hier noch so alles kommt. Aber erstmal vor uns her spritzen. Da hier ist auch was hinter. Kommen wir jetzt noch nicht hin. Jetzt müssen wir erstmal hier weitergehen. Verdammt düster. Kommt her hier, ihr Fregels. So. Und mal wieder ein Artefakt. Ghostbusters DVD. 2008. Chandor Kultisten konnten auf der Suche nach Artefakten aus der Zukunft, die über das Ergebnis ihrer Pläne bezüglich der Zerstörung der Welt Auskunft gaben, nur diesen armseligen, durchsichtigen Versuch eines Cross-Marketing-Gimmicks finden. Allerdings handelt es sich dabei um einen echten genialen Film. Jetzt nur auf DVD erhältlich. Ghostbusters DVD. Yeah. Respekt. Hier kommen wir noch nie weiter, dann müssen wir hier lang laufen. Hier geht es auch nicht weiter, so hier lang. Hiermit sehen wir gut ein bisschen mehr. Auch wieder ein paar Seelen durch die Luft. Ach, hier kommt auch schon wieder. Bisschen mehr Schleim hier wegmachen. Ich glaube, der Schleimspritzer kommt ja wirklich beim meisten zum Einsatz. So, ist das jetzt eher, warum ich gehe? Hier geht es nicht weiter, wie es aussieht. Geht's
ist nach oben. Winston? Ich glaube, du kommst mir näher. Die Geräusche werden lauter. Weißt du, ich habe dich immer mehr gemocht als die anderen. Mhm. Ja, ich weiß doch, wo du bist. Ich würde aber gerne vorher hier so ein bisschen aufräumen. Hey, hier drin! Hilf mir doch mal! Na komm, ich bin ganz sanft. Hey, Winston. Danke, Mann. Ich habe da drin echt Krämpfe bekommen. Das alles sieht irgendwie vertraut aus. Ray würde jetzt schon kichern. Hier kommt all dieser komische Schleim wohl her. Da, von hier aus müssen sie ihn direkt in die Kanalisation gepumpt haben. Los, wir suchen Egan. Und dann kommt Peter an die Reihe. Peter ist ja nicht so wichtig, ne? Oh, war ich gerade eine Falle hingeschmissen? Na komm. Wie lang? Was ist das für ein Ort? Da kommen auf jeden Fall gleich ein paar Viecher an. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hoch. Der Shandor-Kult hat hier echt verrückte Experimente durchgeführt. Es gibt blauen Schleim, lila Schleim, gelben Schleim. Aber jeder Geist hier drin ist mit schwarzem Schleim überzogen. Wodurch wird der generiert? Wo kommt der nur her? Winston, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen mal Ray und ihn eher fragen. Die sind dafür zuständig. Wir sind nur dafür zuständig, die anderen zu killen. Die bösen Geister. Zuspritze. Da kommen sie. Ich hasse diese Biester. Gib's ihm! Der war gleich auch so eine. Ich werde auf dich achten müssen. Dass sie seit 80 Jahren tot sind, hat ihre Laune in keiner Weise verbessert. Ich weiß nicht, wer von euch mich in diese Kiste gesteckt hat, aber ihr schuldet mir alle eine Entschuldigung. Das wird jetzt echt, echt schwer hier. Boah. Das war ein Fehlergeist. Shandor ist nicht hier, um dir jetzt zu helfen, was? Wir müssen da unten aber durch auch alles zu. Machen, wenn ich mich da recht erinnere. Pass auf, über dir! Da ist es schon zu. Okay. Winston, ich komm nach oben. Ach, da. Das gibt einen blauen Fleck. Winston, ich komme. Pass auf, über dir! Sie kommen! Ja. Sag nicht schon mehr diese schwarzen Pinsels hier. Lauf! Die blauen sind ja wieder aus wie Zwehe.
hinter dir! Pass auf! Über dir! Deckung suchen! Oh! Winston hält sich gut hier. Mach die schlappe Stulle fertig! Die schlappe Stulle, was ist denn das für ein Spruch? Nein, Winston, nicht doch jetzt! Gott, es sind ja mehr! Irgendwer? Ich versuch's, Winston, ich versuch's! Doch Zeit. Pass auf, über dir! Mal sehen, wie es dir gefällt, in einer kleinen Kiste zu leben, amigo! Okay, Inas weg, Inas weg. Sehr positiv in deiner Personalakte. Ich glaube, im Hauptquartier werden ein paar Leute große Augen machen. Mann, was haben diese Spuke hier drin nur vor? Ich verstehe ja das ganze Mandala-Unsterblichkeit-Machtding, aber was hat der ganze Schleim damit zu tun? Egal, Winston. Nicht so viel nachdenken. Wo müssen wir lang? Sag mir das lieber. Ich folge dir jetzt einfach mal. Die Insel muss sich direkt auf einem dimensionsübergreifenden Portal befinden. Hier lang? Ich glaube, ich höre euch, Leute. Ja, das hört sich wie meine Ausrüstung an. Hier kommt näher. Gut. Hier war noch ein Schiff viel. Holt mich hier raus. Ich will nicht von schwarzem Schleim gefressen werden. Egan, halt durch. Wir sind fast bei dir. Hier ist auch wieder so viel Grütze, ey. Das wird positiv in deiner Personalakte erwähnt. Meistens finde ich die Nähe von Schimmelpilz sehr stimulierend, aber das war etwas zu viel Stimulanz. Hast du Venkman gesehen? Naja, weißt du... Hast du nach ihm gesucht? Naja, weißt du... Das Meta zeigt an, dass er irgendwo in dieser Richtung ist. Ja, wäre jetzt nicht so, wenn wir ihn nicht als erstes finden, sag ich mal. Deswegen... Haben wir jetzt hier wieder Schicket überall anzubieten? Hinter dir! Ja doch. Achtung! Wir lassen es aber krachen! Deckung suchen! Ach, Igel. Pass auf, über dir! Ja. Lauf! Mach die schlappe Stulle fertig! Okay, ich muss versuchen, am Leben zu bleiben. Die müssen am Leben bleiben. Aber das, was die Problematik ist, ich muss diese scheiß Dinger hier schließen. Oh nein. Wo kommt der denn her? Bin schon unterwegs. Oh. Oh, ich bin erledigt. Oh Mann.
Ich bin getroffen. Okay, Sie kommen. Ich esse nicht so sehr wie einen Punk von Geist. Ich muss Deckung suchen. Okay, ich hab ihn, ich hab ihn! Hilfe! Winston! Ich komme! Oh. Pass auf, über dir! Ja, Hauptsache die anderen sind hier erstmal. Mach die Löcher zu. Da kommen sie! Lauf! Ihr kümmert euch jetzt schon mal um die fliegenden Viecher. Ich mach erstmal noch ein bisschen hier die Kacke jetzt zu. Duncan! Was soll denn das? Pass auf! Über dir! Lauft! Oh, ich bin erledigt. Fast geschafft! Sind alle weg? Diese Maschinerie deutet auf ein erstaunliches Maß an Raffinesse. Wenn man das rein böse außer Acht lässt, war Ivo Shandor seiner Zeit weit voraus. Ich muss meinen Hut vor Shandor ziehen. Dieses Labor wurde vor wie langer Zeit gebaut? Wirklich beeindruckend. Offenbar war Shandor der paraphysiologische Experte seiner Zeit. Das ist schön. Bleib im Licht, Egan. Ja, können wir weiter. Ich versuch's ja, Winston. Sollten wir versuchen, Peter zu finden, oder? Die haben ihn vermutlich hier irgendwo eingesperrt. No. Noch mehr von den Säcken. Hilfe! Jo, ein bisschen Hilfe! Psst. Ich glaube, ich höre ihn. Hat jemand Pause gesagt? Ja, das ist Venkman, ganz klar. Also wollen wir das absolut wirklich? Wir brauchen unsere volle Stärke, um diesen Knoten zu deaktivieren. Perfekt. Ich habe das Gefühl, das Blatt wendet sich zu uns. Wir brauchen jeden von unseren Männern hier. Dann dürfte sich jemand furchtbar ärgern. Ja, Winkman, dir ist natürlich ja nichts passiert. Ich muss Leute treffen. Können wir hier raus? Prima. Ich bin froh zu hören, dass es Peter gut geht. Sind so hoch wie in der Bibliothek, als wir rübergegangen sind. Ich denke, man kann mit Sicherheit annehmen, dass die Maschine, an der die arbeiten, nicht zu guten Zwecken errichtet wurde. Es ist ein Planetarium, ein Gerät, das man gewöhnlich benutzt, um Planetenkonstellationen vorauszusagen. Hier scheint es jedoch Dimensionen auszurichten. Ich für meinen Teil will nicht, dass die Dimensionen ausgerichtet werden. Nicht zu kurz vor Weihnachten. Ja, das würde den Feiertagen einen Dämpfer verpassen. Wie schalten wir das Ding ab? Die Bewegung dieser Geräte scheint eine Art von Energie zu erzeugen. Ist aber schwer zu sagen. Was passiert, wenn wir diese Dinger anhalten? So ich ungefähr. Ich kann 54 mögliche Ergebnisse dafür berechnen. Drei davon überleben wir. Das ist besser als unser normaler Durchschnitt. Leider hast du da recht. Dann tun wir es mal. Anscheinend stabilisiert die Bewegung dieser Kugel die innere Struktur. Was passiert, wenn sie sich nicht mehr bewegt? Bisher war die... Ja, du hast es geschafft. Warum wollen Leute, die schlau genug für Wissenschaft sind, immer das Universum übernehmen? Hä? Egan? Ray? Irgendwer? Dachte ich mir. Moment. Diese Planeten richten sich aus. Ich bin nicht sicher, ob das der sicherste Plan ist. Ach, Ivo. Ich glaube, wir haben die Quelle des schwarzen Schleims gefunden, Winston. So genau wollte ich das nicht wissen. Der ganze Raum füllt sich. Los, weiter hoch! Also dann, Gentlemen, es ist offiziell. Das war eine schlechte Idee. Ja, und jetzt? Leute?
So war das. Ich dachte, wir saufen jetzt ab. Psst, jetzt kommt das große Finale. Oh, der Gestank ist ja furchtbar. Riecht wie der Fultenfischmarkt nach der Belieferung. Moment, ich kenne diesen Mülleimer. Eine eiternde Masse aus Hass, Zorn und Wut. Nicht unbedingt eine frohe Natur, was? Niedlich, nicht? Jetzt kommt der Teil, bei dem wir tun, was wir tun. Wir pusten ihn zurück in die Krippe. Ja! Auf seine Augen! Auf die Augen, Zubi! Hey, siehst du mich an? Wir müssen seine Visage rasieren. Stell doch jemand ein paar Zwiebeln. Gib's mir den bösen Blick, was? Oh, oh, er ist ein bisschen sauer. Das Ding muss irgendwo verwundbar sein. Statistisch gesehen ist das nicht ganz richtig. Statistisch gesehen hoffen wir, dass es verwundbar ist. Okay, auch gut. Was ist mit der schwer erreichbaren Knolle da vorn? Das leuchtende Ding auf seinem Kopf? Das ist doch sein Kopf, oder? Ich glaube, das ist jetzt nicht wichtig. Wie kommen wir dahin? Hey, Zubi, renn herum und sieh lecker aus, ja? Na toll, vielen Dank. Da, konzentriert euer Feuer auf diesen Knoten. Trefft ihn genau da! Das gefällt ihm gar nicht! Muss immer genau abwarten, wenn er mit seinem Kopf hier durch Bewegung macht. Nimm den Köder an! Warum schießt du auf alles außer dem leuchtenden Ding auf seinem Kopf? Weil du genau im Weg gerade standest, Winston. Kann das Auge denn überhaupt noch her? Das war klar. Pass auf, über dir. Okay, sie kommen. Los, wer kommt? Die Glubschis? Ich bin getroffen. Pass auf, links von dir. Na komm, mach schon. Mann! Mist! Ja. Ducken! Nein, hat noch nicht gereicht, oder doch? Naja. Au! Das war ein Au! Da! Na komm schon, jetzt aber. Vollständiger Scan! Achtung! Weiter so! Na, danke für den schönen Leck. Hat mir sehr geholfen gerade. Er hat sie nicht geschrieben. Puh, Leute. Wie heißt sie jetzt im Mandala-Fest? Da gehören sie auch hin. Io Sandor hatte nicht geahnt, dass er es mit den Geisterjägern zu tun bekommt. Ja, Peck hat denselben Fehler gemacht. Wir reden mal ausführlich mit ihm. Vergesst nicht, dass Peters Freundin eine Shandor ist. Ich werde mal sehr ausführlich mit ihr reden. Ihr Jungs müsst schnellstens runter zum Strand. Ich weiß nicht, wie lange ich die Position halten kann. Die ganze Insel versinkt. Ray, lass den Motor laufen. Wir sind schon zu dir unterwegs. Peter, nichts geht aus da. Wie war's? Cool. Wir
hat es ausgesehen? Habt ihr irgendwelche Proben? Hat es mehrere Augen? Ach, Ray. Schnauze. Von ihnen. Gott sei Dank. Was ist los, Janine? Wo ist die Lissa? Sie ist weg. Die haben sie mitgenommen. Gerade ist alles okay, dann herrscht Chaos. Überall Geister. Wie sich ran schmust an Igen. Langsam, Janine. Jetzt mal ganz von vorn. Okay. Also, ich war heute Morgen spät rein. Ein Absatz von meinem Lieblingsbams war abgebrochen und Lester hatte mein Lieblingstee nicht. So, nicht weit so zurück. Naja. Okay. Vielleicht nicht ganz so weit vorn. Fang da an, wo die Dinge hier chaotisch wurden. Okay. Okay. Jemand sprang mich von hinten an. Und bevor ich bewusstlos wurde, hörte ich Elyssa schreien, nein! Das Letzte, an das ich mich erinnere, waren die Schreie der Toten und Verdammten in meinem Kopf. Entweder gab es eine Massenflucht aus dem Knast, oder jemand hat unser Sperrsystem abgeschaltet. Wieder. Schon wieder? Genau wie Peck es angedroht hat. Komisch. Ich habe Peck immer für einen stiftkauenden, bürokratischen Arsch gehalten. Aber nie für einen bösen Okkultisten. Wo hat er sie hingebracht? Und wo sind all die Geister? Naja, wenn alle Geister, die wir je gefangen haben, geflohen sind, bin ich hier raus. Ja, die wären ziemlich wütend auf uns. Genau. Nicht nur die, auch die Bürger, glaube ich. Ist es nicht gut für Wärter, nach einer Gefängnisrevolte. Hey, die fangen doch nur die Geister wieder ein, damit sie wieder einen Job haben. Wenn sie sich wieder freilassen. Aktuell, während die Behörden weiterhin die Thanksgiving-Evakuierung von Manhattan überwachen, erschüttern immer intensivere Erdstöße den Central Park. Die Frage ist, wo sind die Geisterjäger? Ist doch ein richtig schöner Tag für einen Besuch im Central Park. Wir könnten ein paar Geister jagen, das Mädchen retten und rechtzeitig für ein Nickerchen zurück sein. Okay, die Geisterjäger sind unterwegs. Yeah. So, und ja. Oh, hi. Das heißt, wieder mal haben wir eine Stunde geschafft. Und bevor wir da einsteigen und dann zur nächsten Mission in den Central Park fahren, sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit den Ghostbusters. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.